Leute, ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Video hier zum Intervallfasten. Ich dachte, einmal im Monat irgendein Video zum Intervallfasten bringen, allein nur über meine Erfahrungen, das reicht nicht aus. Ich habe Bock, mehr mit euch darüber zu sprechen, ich habe Bock, mehr euch darüber mitzuteilen. Und deswegen gibt es heute ein Video, und zwar aufgrund meiner Erfahrungen der letzten Monate, 5 Tipps zum Intervallfasten, Leute. Ich sitze hier gerade so schön in der Sonne draußen, weil wir haben ja im Moment schwere Zeiten, ihr wisst, Corona, Quarantänezeit und sowas. Viele bleiben schon in Selbstquarantäne, um sich selbst zu schützen, um andere zu schützen. Und deswegen finde ich schön, hier gerade draußen zu sitzen, denn hauptsächlich geht es zu meinen Tipps heute sehr viel um Druck, Stress, Selbstdruck. Darum wird es die meiste Zeit heute gehen. Aber kommen wir erstmal zu Tipp Nummer 1 heute, und der befasst sich überhaupt null mit Druck oder mit Stress. Denn nach meinem letzten Video habe ich so viele Nachrichten von euch bekommen, so viele Rückmeldungen, dass ihr auch mit dem Intervallfasten anfangen wollt, mit der 16:8 Methode, dass ihr auch Bock habt abzunehmen, dass ihr Bock habt fitter zu werden, dass ich euch dazu motiviere. Und da kam nach ein, zwei Wochen auch immer solche Nachrichten wie: Oh, Icy, wie schaffst du das nur, die ganze Zeit nur Wasser oder Tee zu trinken? Und da kommen wir schon zu Tipp Nummer 1. Variieren, Leute. Variieren. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben viele verschiedene Teesorten. Ich musste mich auch erstmal durchsuchen, durchsortieren, durchprobieren. Was ist die richtige Teesorte für mich? Welches ist das richtige Wasser für mich? Und am geilsten fand ich dann allerdings auch, nicht nur Tee oder Wasser einzeln zu trinken, sondern das Ganze auch mal zu mischen. Tee mit Wasser zu mischen. Und so hat man auch so einen leichten Schorle-Effekt, den ich mega, mega lecker fand. Und so habe ich zum Beispiel mir immer einen Pfirsichtee gegönnt und habe mir dazu Sprudelwasser gemacht und habe mir somit so eine leichte Pfirsichschorle gemacht. Fand ich super geil. Also Tipp für euch, variiert mit euren Getränken, mit Tee und Wasser außerhalb eurer Essenszeit, und versucht da für euch das Optimale zu finden. Was ist denn euer Lieblingsgeschmack an Tee? Was macht ihr, wenn ihr da ein bisschen variieren wollt? Schreibt es unten mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Tipp Nummer 2 an dieser Stelle geht auch nochmal allgemein ums Essen, weil im Grunde genommen für alle Leute da draußen, die so einen gleichen Rhythmus wie ich haben, die erst sehr spät ins Bett gehen, ihre letzte Mahlzeit gegen, weiß nicht, 19, 20 Uhr essen und dann erst gegen 2 oder 3 Uhr ins Bett gehen, für die sei gesagt, in der ersten Woche, in der allerersten oder ersten 2 Wochen wird das richtig heftig, wenn ihr nachts nochmal Hunger bekommt. Dann geht dieses Hungergefühl nicht so schnell weg. Dann heißt es durchhalten, oder ein Tipp von mir: Gönnt euch einen warmen Tee auf euer Hungergefühl und geht dann schlafen, Leute. Geht dann schlafen, fordert euer Hungergefühl nicht heraus, fordert euer Kampf mit dem inneren Schweinehund nicht heraus, und ich wette, nach 1 bis 2 Wochen ist dieses Hungergefühl nicht mehr da, wenn ihr euch immer zum Ende eurer Essenszeit auch wirklich satt esst. Tipp Nummer 3. Jetzt kommen wir langsam zu dem Hauptthema, worüber dieses Video eigentlich hauptsächlich geht. Das ist die Hauptproblematik, die ich von euch immer höre. Und ja, ich muss sagen, ich hatte in den ersten Wochen auch damit sehr zu kämpfen. Muss ich wirklich sagen. Ich hatte moralische Bedenken über mich, über mein Fasten selber. Besonders an Punkten wie zum Beispiel: Was mache ich, wenn ich beruflich Brunch habe, berufliches Frühstück? Oder ich bin zu einem Brunch eingeladen, oder wir sind bei Freunden zum Grillen eingeladen und Essen ist erst später oder so. Am Anfang habe ich das gemieden und habe gesagt, nee, auf keinen Fall, mache ich nicht. Oder als ich dann zum Brunch war, hatte ich danach, als ich morgens dann gegessen habe, vor meinem Start der Essenszeit, hatte ich dann natürlich schon gefrühstückt und dachte mir so, boah, ja Mist, jetzt hast du sozusagen gecheatet. Aber das ist nicht der Fall, Leute. Solange das keine Regelmäßigkeit wird und wenn ihr am nächsten Tag wieder in euren Rhythmus gelangt, ist das alles gar kein Problem, Leute. Macht euch da keinen Stress. Genießt den sozialen Kontakt, wenn es wieder möglich ist. Genießt diese sozialen Situationen, gemeinsam mit anderen zu essen.
Solange es keine Regelmäßigkeit wird, Leute, solange es keine Regelmäßigkeit wird, ist das absolut okay. Tipp Nummer 4 richtet sich vor allen Dingen an die Leute, die mit dem Intervallfasten anfangen und nicht direkt darauf klarkommen, die 16:8 Methode durchzuführen, aber trotzdem wissen, 16:8 Methode ist ihre richtige Fastenmethode, ihre richtige Methode, um eine Ernährungsumstellung durchzuführen. Leute, ich höre die ganze Zeit, oh, wie schaffst du das, nur 8 Stunden zu essen, das ist mega schwierig. Ich habe jetzt den Cut von jetzt auf gleich gemacht und habe gesagt, okay, ab morgen fängst du an, nur 8 Stunden essen, 16 Stunden nichts essen, ist gar kein Problem. War die ersten 2 Wochen noch wirklich hart, so langsam gewöhnt man sich auf jeden Fall dran. Aber Leute, wenn ihr es nicht von Anfang an schafft, ist es auch kein Problem, das Ganze einfach einzuschleichen. Dann fangt ihr zum Beispiel nächsten Tag an, ja, mache ich diesmal 12:12. Und dann verringert ihr die Zeit immer mehr, in denen ihr Essen tut. Und dann, Leute, habt ihr irgendwann den Punkt erreicht, wo ihr zur 16:8 Methode kommt. Ihr schleicht euch einfach rein und verringert die Zeit des Essenszeitraums immer um 1 Stunde. Und so gewöhnt ihr euren Körper auch langsam ans Intervallfasten. Ja. Bedenkt, Leute, das Ganze soll euch Spaß machen und euch nicht quälen. Und solange ihr Spaß bei der Sache habt, eure Erfolge seht, werdet ihr auch ganz lange, vielleicht sogar für immer. Dabei bleiben und das Intervallfasten durchführen. Und genau da kommen wir auch schon zum letzten Tipp. Tipp Nummer 5. Spaß haben, keinen Stress haben, nicht unter Druck setzen, nicht von anderen unter Druck setzen, nicht von dir selber unter Druck setzen. Das Ganze, was du hier machst, machst du nur für dich. Nur für dich. Und du findest alleine den Weg und die Methode raus, wie du zum Intervallfasten kommst und wie du das Ganze durchführen kannst. Mit welchen Lebensmitteln, mit welchen Zeiträumen. Das ist so geil gemacht, dass du es ja super flexibel gestalten kannst. Die einzigen Regeln, an die du dich halten musst, ist die zeitliche Struktur. Na? Du bist ein bisschen zeitlich gefangen, das stimmt. Aber auch da kommt man irgendwann rein und auch da weiß man dann irgendwann, in diesen 8 Stunden zu genießen. Denn wie Eckhard von Hirschhausen schon sagte, wer nicht genießt, wird ungenießbar. Und damit gebe ich ihm vollkommen recht. Ja, und damit gebe ich ihm vollkommen recht. Also, setzt euch nicht unter Druck. Selbst wenn ihr mal 15 Minuten nach eurer Zeit, nach eurem Ende eurer Essenszeit, immer noch am Essen seid, dann seid ihr das halt. Dann seid ihr halt noch am Essen. Hauptsache, ihr seid am nächsten Tag wieder in eurem Zeitraum drinne. Und ihr könnt euer Essen genießen und ihr esst euch satt. Das ist wichtig. Das ist das Wichtigste, was ich in diesen ersten, ich sag mal, 8 Wochen jetzt vom Intervallfasten gelernt habe. Und dadurch habe ich auch immer weiteren Erfolg. Natürlich kann man das Ganze noch verstärken mit einer Low-Carb-Variante noch dazu, regelmäßig Sport noch und dann kloppt es auch nochmal richtig mehr rein, ihr werdet noch viel mehr Erfolg haben. Aber wenn man das Intervallfasten alleine so nimmt, wie es ist, dann macht es auch schon Spaß und ist sehr, sehr angenehm. Und ihr werdet, wenn ihr diese zeitliche Regel befolgt und euch nicht unter Druck setzt und Spaß dabei habt, sehr, sehr, sehr viel Erfolg und Spaß bei der Sache haben. Und ihr werdet lange am Ball bleiben, verspreche ich euch. Wenn ihr selbst nochmal Tipps und Tricks habt oder Themen habt, zu denen ich vielleicht ein Video machen soll für euch, oder falls ihr Anregungen habt zu meinen Tipps und Tricks, die ich euch hiermit gegeben habe, dann schreibt es doch ruhig in die Kommentare, schreibt mir eine Nachricht bei Twitter, auf Insta, wo auch immer. Ne? Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich liebe es, mit euch in den Kontakt zu treten und freue mich über jede positive Nachricht. Das letzte Video hatte so viele krasse, positive Nachrichten von euch und dafür danke ich euch. Dafür danke ich euch herzlich. Super geil war das. Und ja, falls es euch gefallen hat, Leute, einfach einen Daumen nach oben. Falls ihr Bock habt, weiterhin den Weg des Intervallfastens mit mir zu bestreiten oder meinen Weg einfach zu beobachten, dann drückt den Abo-Button, Leute. Würde mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns spätestens in 2 Wochen wieder zum nächsten Intervallfasten-Video, wenn ich euch die Erfahrungen zu meinem 2. Monat mitteile. In dem Sinne, nur das Beste, viel Spaß beim Intervallfasten und falls irgendwas ist, meldet euch. Euer Icy.